Zeugengeschichte. Perfekt geredet. Kein Thema, Okaji. Du siehst toll aus. Ein Scheiß tue ich. Ich kacke einen Beutel, so viel dazu. Hey, das spart dir den Weg auf die Schüssel, oder? Du bist hier, um eine private Angelegenheit zu bereden. Unten an den Docks! Richtig, Chief. Chris, du Bulle. Es heißt, er sei ein kranker Wichser. Er weiß nicht, wie es hier läuft. Er braucht einen sicheren Hafen. Er erwartet eine Lieferung. Ich habe arrangiert, dass mein Zollmann Simmons in der Nacht Dienst hat. Die Jungs von der Gewerkschaft löschen das Zeug. Unser Anteil ist 10 Millionen. Ohne große Anstrengung. 10 Millionen? Was verschifft der für einen Scheiß? Ich doch nicht. Hätten so was Biologisches, glaube ich. Was Biologisches glaubst du? Das habe ich mir fast gedacht. Wahrscheinlich sind diese Fusselwerte in Queens die Empfänger. Willst du garantiert, dass es die Stadt verlässt? Wir fassen diesen Scheiß auf keinen Fall an. Ist dein Gedächtnis, dass der gleiche Weg ging wie alle restlichen Körperfunktionen? Möchte ich dich darauf hinweisen? Ich bin der Topverdiener hier. Ich bin nicht dämlich. Doch bist du. Du hast genauso einen verdammten Dachschaden wie dein Bruder. Der komplett irre Looney Bin Jim. Ich hätte euch alle beide längst einsperren lassen müssen. So ein Wort über meinen Bruder und ich schwöre hoch und heilig, dass ich... Nur die Ruhe. Du hast es mir zu drohen, du kleiner Wichser. Hey, ich denke, wir beruhigen uns alle wieder. Ich habe ordentlich was auftischen lassen. Also bitte kommt. Lasst es euch schmecken. Ich habe keine Lust, mit dem alten Scheißbeutel zu essen, klar. Hey, mach mir einen Drink.